Wir machen weiter, wo wir aufgehört haben. Eine lineare Folge von irgendwas. Hupala. Und sie auf damit. Wir waren hier in dem Schuppen stehen geblieben. Ich glaube, das war dieser Tanzschuppen. Ne? Und ich weiß aber gar nicht mehr, was wir machen mussten. Das ist mal ein Geländer. Wow. Ein ganzes, ganz schönes Klotzgeländer. Als ginge ich in eine Falle. Ich fühlte mich schuldig, als würde ich bei etwas ertappt. Ja. Was ist das hier? Ach, diese Serie da. Address Unknown. Ja, wir haben schon 5 Tode. Man mag es kaum glauben, beim letzten Mal. Also, was heißt eigentlich schon 5? Nur 5, müsste man eigentlich fragen. Oh Gott, das macht mich wahnsinnig hier. Hallo. Was ist das? Bin ich hier jetzt gelandet? Huch. Kann ich hier rein? Oh, hier liegt eine tote Leiche. Aus Pappe. Eine sogenannte Pappleiche. The Flesh of the Fallen Angels. Das Fleisch der gefallenen Engel. Das sieht irgendwie komisch aus. Ich hab dich genau gesehen. Komm raus. Hahaha, Unhold. Huch. Da ist noch so einer. Spanner, überall. Banner? Telefonmann. Geht das? Geht nicht. Hallo Tim. Einen schönen guten Abend gewünscht. Was steht da? Mirrors are more fun than Television. Ah ja. Das ist aber komisches Television mit TH. Tja, also Spiegel sind spaßiger als Fernsehen. Hier ist aber viel Blut. Ich glaube, das ist nicht echt. Das sieht nur aus wie aufgemalt. So wie der Rest hier ist. Auch alles nur aufgemalt. Hat doch eben einer, oder? Nee. Das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung. Das macht man nicht, Herr Pappkollege. Telefonmann. Geh mal ans Telefon. Hallo? John, du musst verschwinden. Ja. Was? Ich liebe dich auch. Ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber ich liebe dich. Ruf zurück. Jetzt. Ich gehe doch nicht da rein. Bin doch nicht bekloppt. Sind hier wieder irgendwo so Typen? Na gut, bleibt mir nichts anderes übrig, ne? Halte ihn! Da ist er! Nein! Niemals! Nein! Du kannst nicht entkommen! Doch, ich entkomme! Die Vordertür war nicht verschlossen. Ich fragte mich, warum es hier nicht von Pennern und herrenlosen Hunden wimmelte. Kein Wunder. Ja, okay. Going down. Aha. Es geht abwärts sozusagen. Huch. Hallo. Oh, das arme Kaninchen. Das Fleisch. Oh, das Fleisch. Der Todesnarr. Ich glaube, er kommt. Sie sind da. Sind da. Geht fort. Haut ab. Ich werde euch wehtun. Werde euch wehtun. Hätte ich umschuppen? Wie ging denn nochmal schlagen? Achso, mit F. F wie schlagen. Natürlich. Verrückt. Was ist das? Das könnten 2 Fische sein. Da ist ein Fisch und da ist ein Fisch. Die nähern sich an. Vielleicht kommen sie auch von oben geschwommen. Hier unten ist ein bisschen Gras. Wer weiß. Es sind noch mehr von den Bildern. Das sind immer die gleichen. Blumen. Diagnose: paranoide Schizophrenie. Wo siehst du da eine Blume? Okay, jeder sieht was anderes. Hallo. Oh, das hier, wie hieß dieser Musical-Film, den man in der Schule notgedrungen gucken musste? Ich komme gerade nicht drauf. Helf mir. Ah, ich komme nicht drauf. Verdammt, wie hieß der? Ich komme nicht drauf. Shit. Ah, immer dann mit uns. West Side Story, genau. West Side Story. Schrecklich. Total bekloppt. Würden Sie bitte gehen? Das Fleisch! Das Fleisch! Was
Was sind denn das hier für Bekloppte? Red rum, Mörder. Das hatten wir ja schon. Ihr hattet keine Musicals? Aber ihr habt doch bestimmt West Side Story geguckt, oder? Die Vergangenheit holt dich schleichend ein. Überall hört man bruchstückhafte Echos. Wie eine schlechte Wiederholung. Du hast jeden, der die Erinnerung weckt. Selbst wenn es nur in deinem Kopf ist. Tja, Schupp. Schupp. Alles um Schupp. Wenn Unterhaltung zu einer surrealen Reflexion deines Lebens wird, hast du Glück, wenn du darüber lachen kannst. Das Glück und ich waren uns fremd geworden. Was ist das? Vielleicht war es aber auch gar nicht lustig. Okay, zum Glück ist da eine Metallplatte gewesen. Würden Sie das bitte nicht nochmal machen? Das ist unangenehm. Kann ich das? Darf ich das? Darf ich? Nein? Gehen Sie weg. She has dyed her hair red. Sie hat ihre Haare rot gefärbt. Oder dyed. Wie sagt man das? Ich weiß es nicht. Schönen guten Tag. Mirrors. Spieglein. Spieglein, Spieglein an dem Blitz. Was ist das für ein Rumgeflitz? Oh. Hilfe! Ah, was ist das? Oh. Ich richtig? Nee. Ah da. Eine Geisterbahn ist eine lineare Folge von Schrecken. Entweder oder ist die einzige Auswahl. Man stellt den freien Willen in Frage. Werden Entscheidungen für uns getroffen, weil wir sind, wer wir sind? Ich sehe das wieder. Ja. Oh Gott. Oh. Was, du warst freiwillig in einem Grease-Projekt dabei? Was ist denn Grease? Das habe ich schon mal gehört, aber ich kann damit jetzt gerade, kann es gerade nicht eintüten. Was ist kaputt? There is no escape. Es gibt keinen Ausgang. Ich war hinter den Kulissen. Es wurde immer wärmer. Okay. Gut, das umschreibt, glaube ich, ganz gut Musical-Kacke. Ja, wenn man das mag, ne? Es soll ja Leute geben, die sowas mögen. Ich stehe da nie drauf. Für mich ist das immer noch ein Rätsel. Grease, das Musical mit John Travolta, das sah noch gut aus. Okay, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie er jetzt aussieht. Haha! Stopp, du! Physik. Bier gehört? Nein. Hier gibt's kein Bier. Das tut mir leid. Beziehungsweise sieht er für sein Alter immer noch gut aus. Bei unserer ersten Begegnung starb Monas Zwillingsschwester. So muss sich umgekehrte Schizophrenie anfühlen. Das andere Ich verstummt unerwartet. Wir beide hatten geliebte Menschen verloren. Okay. Monas Tür war verschlossen. Ich hätte klopfen können, aber ich wollte mich noch vorher ein wenig umschauen, meiner Paranoia nachgehen. Ich gab vor, ich hätte dabei eine Wahl. Okay. Hallo. Scheiß Wetter. Obwohl, ich mag Regen. Regen ist toll. Ja, tut mir leid, Tim. Das tut mir echt leid. Hier gibt's nichts, was deinen Spaß im Kopf befriedigt. Also, alkoholtechnisch. Das tut mir leid. Ist hier irgendwo was drin? Was Brauchbares? Nö, ne? Ach, schade. Ist hier was drin? Nö. Oh, Painkillers. Das mach ich schon alleine. Ja, dann mach nur. Lass dich nicht aufhalten. Ah, stirb, du! Der wehrt sich gar nicht. Ihr wisst, was kommt.
ihr wisst, was kommt. Also ich weiß, was kommt. Waffen ihr wisst vielleicht. Sprengstoff in ihrem Arbeitszimmer ließen bezüglich ihrer Berufung keine Fragen offen. Ja. Ich gucke erstmal, was es hier noch Schönes gibt. Nix. Einmal voll heilen. Oh, Munition. Kann ich nicht aufheben. Huch! War ich nicht. Na gut. Dann würde ich mal sagen, let's go. Hallöchen. Soll ich da mit Waffe reingehen? Ist nicht so geil, oder? Kann ich die nicht mal wegstecken? Ging das nicht? Nein? Hallo. Mona, Mona, du bist einfach keine Sängerin. Nein, das bist du nicht. Aber du bist nackt. Sie haben die Taktik geändert. Wir müssen reden. Geben Sie mir bitte ein Handtuch? Nein. Warum sollte ich das tun? Starre doch nicht so. Jetzt, wo Sie da sind, können Sie auch aufpassen, während ich mich anziehe. Alles, was sie mir gesagt hatte, war, dass jemand uns tot sehen wollte. So wie sie sich verhielt, war ich der Einzige, der hier in Gefahr war. Ja. Sie müssen mir schon mehr geben als das. Der innere Kreis. Und weiter? Der Geheimbund verfolgt jeden, der von seiner Existenz weiß. Nun mal halblang, können Sie es beweisen? Ich habe einen Kontaktmann. Er will reden. Alfred Walden? Nein. Wie auch immer, ich kann sie zu ihm bringen. Bring mich dahin, Schätzchen. Die Dunkelheit im Inneren, Kapitel 7, die Millionen-Dollar-Frage. Sie sagte mir nicht die ganze Wahrheit. Gehen wir. Der Kreis geht zurück auf jahrhundertealte Freimaurerkulte. Korruption und Attentate reichen bis hinauf auf allerhöchste Ebene. Okay. Und ich dachte schon, Verschwörungstheorien seien außer Mode gekommen. Wir sind da. Hallo. Und die auch. Na. Ich bin der Einzige, der hier eine Kanone benutzt. Welche Etage? Was ein Macho. Sie sind hinter ihm her. Die Aufzüge funktionieren mit den Schlüssel der Apartments und von diesem Pult aus. Sie haben die meisten auf den einzelnen Etagen blockiert. Die Wachen haben den Alarm ausgelöst, bevor sie starben. Dann müssen wir uns eben beeilen. Sollten wir nicht auf die Bullen warten? Hier. So können wir in Kontakt bleiben. Sie bedienen den Aufzug von hier aus? Ich gehe rauf. Ich gehe rauf. Sie sind der Chef. Wo humpelt er denn? Ich habe die Gebäudepläne vor mir. Ich kann sie führen. Oh, sie ist jetzt unsere Führerin. Sind sie überhaupt am Leben? Sie haben eine Kugel in den Kopf bekommen. Vielleicht ist sie ja noch da. Gut für die Konzentration. Um heil hier rauszukommen, musste ich ihr vertrauen. Gehen wir an die Arbeit. Cleaner voraus und links. Sie bewachen Corcorans Tür am Ende der Halle. Das Interessante ist, man hat sie ja jetzt nun mal so halbwegs nackt gesehen. Und ich weiß noch, dass damals meines Erachtens so ein bisschen ein Aufschrei durch die Medien ging. Wie kann man das denn machen? Wie kann man da eine halbnackte Frau zeigen? Und bla, das geht ja alles gar nicht. Mittlerweile gehört sowas zum guten Ton, dass man da freizügigere Charaktere zeigt. Und ich finde das auch gar nicht mal schlimm. Weil hier, so wie es hier präsentiert wird, ist das noch relativ harmlos. Es gibt da andere Spiele, wo das eher so mit der Holzhammer-Methode obendrauf ist. God of War war da zum Beispiel immer so ein Spiel. So, oh, da steht oder da sitzt eine halbnackte Nymphe. Ja, ich bin Kratos, geh hin und hört erstmal bis, ja. So. Und hier ist das eigentlich noch relativ dezent. Fand ich gut. Fand ich damals auch gut. Ja. Der gute Kratos, ja. Ja, Kratos ist halt ein Draufgänger, der im wahrsten Sinne des Wortes, er geht direkt drauf. So. Oh, nackte Frau. Kratos. Drauf. Bam. Knall. Oder so. Warum denn das? Ja, Witcher ist genauso. Wir werden sie kriegen.
Der Hexer ist genauso. Da ist ja auch so, hallo schöne Frau, hier ist mein Charme. Und dann geht's los. Ja, das ist es ja gerade. Was man nicht sieht, ist, dass wir hier echt arbeiten. Das hier ist Profiarbeit, allererste Sahne. Nee. Darüber macht man keine Witze. Das ist kein Kostümfest. Nimm Kaufmann. Glaub mir, ohne in Details zu gehen. Kaufmann ist ein ganz mieser Wichser. Ist natürlich nicht sein richtiger Name. Ja, nein, ich verstehe. War ja nicht so gemeint. Und das ist das Zweite. Du solltest einmal etwas ernst meinen. Bezieh einmal in deinem Leben Stellung. Komm schon, hab's kapiert, okay? Hey, ich mein's ja nur gut. Ja, ich hab's kapiert. Kratos war nie der Gute, wollte ich gerade noch sagen. Niemals, also... Wir auch die anderen Apartments. Cochrane sagt, es leben noch mehr Mitglieder des inneren Kreises hier. Also, wie gesagt, Kratos war nie der Gute gewesen. Also, er war so ein Pseudo-Guter. Er hat sich halt eben gegen den Olymp aufgelehnt, gegen Zeus, gegen seinen Vater und was weiß ich nicht alles. Er war anders gut. Er hat halt eben alles Mögliche... Dünner Typ im Anzug. Nicht Cochrane. Der ist dick. Fett. Genau. Er wurde verarscht und rächte sich dann. Ganz genau. So kann man das sagen. Auf kurz. Naja. Ist wirklich so. So, haben wir hier noch irgendwas zum Mitnehmen? Nö. Hier gibt's gar keine Lichtschalter, ne? Diese Wohnung hat keine Lichtschalter. Hätte man ja wenigstens tapetentechnisch irgendwo draufpflastern können. Aber gut. Damit hat mein God of War 1 bis 4 zusammengefasst, ja. Definitiv. Im Neuen ist er ja nicht mehr so, also der Neue ist ja richtig gut, finde ich. Bin drin. Seh mich mal um. Der Rest war ja immer nur so, ich nenn's mal Feinkost. Also, ja. Nee, also Rohkost. Jetzt ist es Feinkost. So rum. Das ist eher so, ja, mein Gott, da war sonst immer der Haut drauf und tot und zerstören und verderben, bla. Alles kaputt machen. Und jetzt ist er halt eben so, ja, ich habe einen Sohn. Boy. Sohn. Geht ja immer so, ne? Sehen Sie oben nach. Geht ja die ganze Zeit nur so, Sohn, Sohn, komm her. Also auf Englisch immer auf Boy. Boy. Yo, Boy. Auch schönes Spiel trotzdem gewesen. Ich gehe nach oben. Alles auseinandernehmen. Wow, 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 wow. Sony, meine Freunde. Feigling! Komm mal! Hey, du Vogel! Segne doch mal das Zeitliche. Wo war's? Da war noch irgendwo einer, glaube ich. Hab's gerade gehört. Der einer rumgejoggt ist. Gut. Da war nix. Ah. Gleich mal da mitnehmen. Und dann schauen wir mal hier weiter. Hallo. Wir sind zu spät. Oh. Er ist tot. Verschwinden ist tot. Dort. Wir müssen abhauen. Noch mehr Cleaner in der Lobby. Kommen in ihre Richtung. Ich war nicht bereit zu gehen. Jedenfalls nicht ohne ein einziges Beweisstück. Auf dem Foto posierte eine Gruppe Männer vor einem Anwesen. Corcoran war da, Senator Gate und Alfred Worden. Also war es die Wahrheit. Die Wetten waren gemacht. Der innere Kreis war mit von der Partie. Der ist nicht schlecht. Ist ja interessant, dass man dabei in-game die richtigen Knöpfe drücken muss. Das bekommen viele Männer ja nicht mal im Real Life hin. Ja, das stimmt. Wow. Pass doch auf! Ihr seid ja bescheuert. Nein, schieß mal nicht. Lass das mal. Hör mal auf. Du solltest das mit den Granaten sonst. Wow! Echt nochmal üben, du Lorch. Wow, 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 wow. Ah! Wo ist er hin? Komm zurück! Ey, du Typ! Ja, jetzt kommst du wieder raus. Das sind die richtigen, ne? Ist das hier wieder? Ah, ist der Sniper. Ja.
Hier sagt man nichts dazu. Hallo! Ja. Das war wieder sehr schlau. So direkt vor der Wand dieses Bullet Time zu machen. MP5 ist das. Okay. Huch. Ich wusste gar nicht, dass eine MP5 oben ein Zielfernrohr drauf gebaut bekommen kann. Aber gut. Ich bin ja auch kein Waffenkenner. Kennt ihr ja nur von Counter-Strike. Und da haben wir sowas nicht gehabt. Oder Blut? Schnäpsli. Jemand Bock auf einen Schnaps? Hier gibt's. Kann einmal zugreifen. Oder? Ja, mach's. Oh. Ich nehme die Painkillers. Das ist genauso gut. Das knallt auch rein, das Zeug. Hallo. Hübsches Bad. Gar nicht so groß. Ich hätte auch gern so ein großes Bad. Oh, das wär's. Schönes großes Bad. Naja, man kann ja nicht alles haben. Tür auf. Tür auf. Wie kommt drauf an, welche? Da konnte ich jetzt nichts für. Das hat irgendjemand blöd in den Schrank gestapelt. Was wieder zu. Das war schon so. Achso, welche Schmerzmittel? Ja, ich glaube, die knallen doch alle, oder? Also so mehr oder weniger. Machen wir diesen hier. Sicherheit halber. Nee. Nein. Hat sie nicht. E-Boosts sind langweilig. Also zumindest die geringeren, die 300, 400er. Aber die großen, die gehen schon gut ab. Ein Hammer knallt auch. Ja, es ist auch eine Art von Betäubungsmittel. Entschuldigung, dass ich sie bei ihren Tätigkeiten als Klavierspieler, Pianist stören musste. Mir ist gerade das Wort nicht eingefallen. Geht schon wieder los. Mordfindungsschwierigkeiten. Schrecklich sowas. So, was habt ihr denn noch Schönes für mich? Habt ihr irgendwas? Zeug zum Mitnehmen? Alles okay da oben? Nein. Total unter Adrenalin. Wir sind bereit. Wir kommen damit klar. Ob das jetzt ein Irrer ist oder ein Bulle oder die Killerbraut oder was auch immer. Sie ist schlimmer als er. Wir kommen damit klar. Kaufmann kümmert sich drum. Hubbala. Ja, warum schießt du denn? Ich habe doch nur den Menüknopf gedrückt. Oh Mann! Unfassbar! Würden Sie bitte die Waffe wechseln? Nein, 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 nein! Sie müssten auf den unteren Balkon springen können. Ja, darf ich? Ja, gut, das klappt nicht ganz so. Der andere konnte das ja besser. Sowas. Da hüpfe ich da echt runter. Hier Billard spielen. Was ist mit den Kugeln los? Hä? Was ist mit den Kugeln los? Warum drehen die sich im Kreis? Hä? Das ist kein normales Verhalten eines Billardtisches. Niemals. Hört ihr auch mal irgendwann wieder auf? Hä? Ja nun, Technik. Wie pro Kugeln? Das kann sein. Das kann sein, dass das so ist.
Überwachen. Oh, ey. Duck dich das Arschloch, wo ich in den Kopf schießen will. Das ist ja eine Frechheit. Sowas. Vor allen Dingen klingt die MP5 klingt ja echt wie, weiß ich nicht, wie ein Spielzeugpistole. So. Yeah. Hm? Mhm. Komm ich wieder rein? Ich geh nicht rein. Vergiss es. Ihr macht das. Ihr macht das. Könntest du dir die Tür ins Kreuz ledern? Wie geil ist das denn bitte? Das habe ich auch noch nicht gesehen. Mona, was jetzt? Noch mehr in der Wie gut! Wie gut! Oh, ist das herrlich! Da kannst du denen einfach die Tür in den Rücken schmeißen. Ah, oh, schön. Das ist ja mal übel gut. Ah, oh, nein. Das habe ich aber auch noch in keinem Spiel gesehen, dass man irgendjemand die Tür vom Kopf hauen kann. Also, wirklich nicht. Zumindest wüsste ich es jetzt gerade aktuell nicht. Rucks. Geht nicht auf. Oh, das ist eine schöne große Dusche hier. Herrlich. Könnte man das mal stehen bleiben? So, eine halbe Stunde gefühlt. Hä? Oh, hier ist eine Vitrine runtergefallen. Tut mir leid, das war ich nicht. Da lang. Das ist aber auch interessant hier, dieses offene Wohnen, hä? Das ist ein Riesenzimmer. Und abgetrennt wird das Ganze nur durch irgendwelche Schränke. Und hier hast du dann direkt dein Bett. Wo nicht mal Kissen drauf liegen. War wohl Waschtag oder sowas. Keine Ahnung. Da. Kann man machen, ne? Ja, aber dass man halt... Dass man halt... Okay, gutes Timing. Dass man halt direkt... Du kommst ins Zimmer rein und stehst direkt im Schlafzimmer. Ist nicht so geil. Huh! Nur diese Cleaner sind hier. Aufhören. Ey, du Drecksack. Auf die andere Seite. Wenn es mal schnell gehen muss, dann ist es natürlich nicht verkehrt. Aber wenn du Besuch bekommst, ist das... Ja. Ne? Kannst du nicht mal eben was verstecken. Du hast außer Schränke nichts Platz zum Verstecken. Oh. Ja. Gut. Ist halt so. Ja. Gucken wir mal hier. Nö, keiner da. Naja, ich dachte schon, sie geht nicht kaputt. Aufzüge sind kaputt, wie immer. Hier geht's auch nicht weiter. Ja, ich weiß, ich muss irgendwo hier hinten weiter, aber ich gucke immer mal gerne nach allen Türen. Hier ist nochmal ein Treppenhaus, doppeltes Treppenhaus. Ist auch nicht weiter. Ja gut, dann müssen wir wohl dahinter. Da gehe ich halt mal dahinter. Hier ist auch Licht. Hallo. Schönen guten Tag. Boah, was haben die denn immer für riesen Buden hier, ne? Maisonette-Wohnung. Boah, Hammer. Ja, schön. Also, das kann doch kein Zufall sein, oder? Hier passieren komische Dinge. Ach nee, dachte Painkillers. Schade, waren doch keine. Hallo? Ah, hier sind welche. Sehr gut. Da aufheilen. Ah, dann gehen wir mal hier runter. Klingt Hallo. Fast, als hätte die Schallplatte einen Sprung. Noch mehr Cleaner rechts hinter der Tür in der Lobby. Danke. Weiter geht's mit Adresse unbekannt. Oh! Wohin ich auch ging, das Münztelefon läutete. Schließlich ja. Nahm ich meinen Mut zusammen und ging ran. Don, du musst verschwinden. Er ist hinter dir her. Er will dich haben. Sie kommen näher. Du! Don, ich liebe dich. Gib nicht auf.
Ja, ich liebe dich auch. Ruf doch mal an. Sie niemals aufgeben. Wo ich auch war, hörte ich ihre Stimme in meinem Kopf. Sie führte mich. Ich verfolgte mein Double zu einem noblen Nachtclub, dem Pink Flamingo. Es war Happy Hour. Sie servierten Flamingo-Cocktails. Der Flamingo und mein Double gehörten irgendwie zusammen. Eine Stripperin in der Bar sah aus wie mein Mädchen. Ja. Der pinke Flamingo. Ja. Schon mal einen Schwarzen gesehen? Ganz selten. Ja. Nein! Mira war ein einflussreicher Mann in New York. Seine Männer verfolgten mich. Sie trugen weiße Uniformen. Sie sahen so sauber aus. Sie verfolgten mich in schwarzen Vans mit dem Flamingo-Logo. Oh, gefährlich. Sau gefährlich, ey. Was ist das? Interfektum 600 Milligramm. Der Schmerzkiller gegen echte Schmerzen. Ich bin Polizist. Als ich im Dienst angeschossen wurde, nahm ich gegen die Schmerzen nur Interfektum. Interfektum killt ihre Interfektum. So, Erik, da weiß jetzt, was wir hier nehmen. Interfektum. Der Schmerzkiller gegen echte Schmerzen. Oh. Kommt hier noch mehr? Lords and Ladies. Ach komm. Wenn ich, wie gesagt, alleine spielen würde, hätte ich mir ganz angeguckt. Aber es. Wir spielen ja hier nicht alleine. Wir wollen ja auch ein bisschen Progress machen, ne? Hallo? Also viel Painkiller spielst du auch bald Painkiller? Oh ja, es gab ja auch ein Spiel, ne? Das hieß ja Painkiller irgendwie. Meine ich. Hä? Na, okay. Würden sie jetzt tot gehen? Endlich. Mir gehen die Ideen aus, Max. Ich überprüfe das Apartment, das der Cleaner bewacht hat. Hat er gar kein Apartment bewacht. Der hat hier Aufzug bewacht. Aber ich glaube, Painkiller, das Spiel, das war nicht so gut gewesen, oder? Warum sollte ich mein Leben in einem Fensterputzerlift riskieren, wenn es einen Aufzug gibt? Was weiß ich, aus Spaß. Für den Thrill, wie Bungee-Jumping. Extremsport, weißt du? Das ist was für dumme Kinder mit Todessehnsucht. Ich muss nicht sterben, um zu spüren, dass ich lebe. Naja, unser Job ist auch nicht gerade ungefährlich, oder? Korrekt, aber wir werden da... Hey! War's nicht! Sind wir? Wow. Auf vier Schuss. Autsch. Oh, er wird gleich noch gestrichen nebenbei. Mona, ich habe ein Fensterputzerlift. Läuft. Ich fahr runter. Max? Ja? Ich weiß nicht. Ich wollte nur sagen... Verdammt. Oh mein Gott. Mona? Nein. Mona. Mona. Ich liebe dich. Ich liebe euch alle. Nope, Vampir-Zombies aus der Hölle. Doom-Klon, ah, okay. Ja, stimmt, ich habe das, glaube ich, auch mal angespielt, das Painkiller, aber das war irgendwie sehr meh. Ja, auch schon ewig her. Sah auch ziemlich scheiße aus. Das war neuer als Max Payne und sah beschissener aus als Max Payne. Ey. Hör doch auf damit. Drecksäcke. Geh ja schon. Das sind immer diese komischen Baugerüste hier, wo es keine Leitern gibt, ne? Leitern oder Treppen oder... Werd mal fertig da oben. Wenn man sonst kein Hobby hat. Oh, hier möchte ich echt nicht runterfallen, ne? Sehr tief. Ich speichere mal. Spaßenshalber. Ach, hier gibt's ja doch Leitern. Ja, toll. Der Arme. Aber er ist schön geflogen. Muss man neidlos anerkennen. Jemand hat Mona entdeckt. Nichts hatte nach Plan funktioniert. Der aber nicht. Ich musste einen anderen Weg runter in die Lobby finden. Okay. Boah, der hat ihn einfach weggeballert. Wie das da unten auf der Straße aussehen muss, ja überall alles voll gepflastert mit Leichen, Farbeimern, halbfertigen Gerüsten und Granatsplittern und alles, ne? Also, richtig übel. Ja, ja.
Schöner Tisch. Ein bisschen niedrig, aber schön. Hm. Das gefällt mir schon eher. Aber hier fehlt auch wieder eine Tür. Auch nix. Gibt's noch Painkillers? Ne, kann man sich nur die Hände waschen. So, gut. Hier? Ne. Hier. Türnummer, ne? Ich hab grad jemand räuspern gehört. Ey! Versteck die nicht hinter dieser Palme. Ah! Wo ist denn der? Da! Warte, ich muss nachladen. Oh, meine Güte, das war knapp. Das war echt knapp. Oh. Ah! Ach, da hinten. Niesen. Ne, warte, ich muss mich erst mit aufheilen. Fertig. Dauert noch einen Moment. Haha, stirb, du Hund. Das ist cool, wie die hier immer so wegfliegen. Das haben sie echt gut gemacht. Wie gesagt, das ist ja zu Zeiten vor der Havoc Physik Engine. Da gab es ja sowas wie, also diesen Puppenflug halt nicht, ne? Also das sind ja hier so, man sagt ja immer zu diesen Figuren Puppen, ne? Und die sind ja damals noch nicht so gelungen. Was ist denn nur mit diesem Nightbot los? Der ist doch völlig betrunken. Ich habe da eben schon mal nachgeguckt. Es gibt keinen doppelten Command, der das auslösen könnte. Seltsam, oder? Oh. Bing. Erste Etage, Mieterwaren und Unterwäsche. Kaufmann. Pam, pam, pam. Findet ihn. Kümmert euch um ihn. Saufen mit dem Nightbot, geilo. Ja, ganz gerne machen. Das war wohl nix. Hey, ach Mann. Hat mich abgelenkt. Oh, geil. Herrlich. Also das wusste ich gar nicht mehr, dass der Command drin ist. Das wusste ich echt nicht mehr. Jemand hatte Mona entdeckt. Nichts hatte nach Plan. Oh, nein. Ich musste einen anderen Weg runter in die Lobby finden. Was? Zum Nightbot oder was? Mit dem Nightbot abhängen? Ich glaube, der mag das nicht so. Der hat schon genug zu tun. Nein, 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 nicht schießen. Warte, warte, warte. Oh, jetzt wird alles leer geballert. Ach so, zu Tim. Bam. Oh, da ist noch einer. Tschüss. Bum. Kaufmann. Den kaufe ich mir jetzt. Weiter jetzt nochmal. Besser ist das. Hey! Wie jetzt hier von hinten? Das gibt's nicht. Absolute Fremden. Der leck mich doch. Eine Frechheit. Kommen die einfach von hinten, die Drecksäcke. Da gibt's kein Kindergeld. Sag ihm das mal jemand. Wow. Ups. Was ist da los? Weg, alle weg, alle weg. Haha, das kann ich auch wieder, Drecksäcke. Was, rosa Damenschlüppi? Nein, gibt's nicht. Kenn ich deinen Fetisch. Geht auf rosa Damenschlüppis. Ja, nicht das erste Mal, dass du das sagst. Ich. So, einmal nachladen, bitte. Piu. So, jetzt nur noch Kaufmann übrig, glaube ich, ne? Wow!
Weg mit hier! Du Lötlorch. Oh. Wow! Das reicht doch langsam! Meine Güte! Haben wir hier irgendwie ein Nest angestochen, so ein Wespennest oder sowas? Ja. Ist ja unfassbar. Tür? Nö. Tür? Nö. Keine Türen. Okay, dann fahre ich Aufzug. Liegt der Kaufmann jetzt hier dabei? Der ist Kaufmann, ne? Bist du Kaufmann? Warum war sie überhaupt zu mir gekommen? Brauchte sie Hilfe? Hatte sie mir etwas verschwiegen? Vielleicht. Wer weiß. Bum, bum. NYPD, stehen bleiben! Ruhig, keine Bewegung! Payne, was machen Sie hier? Ich sorge für Recht und Ordnung. Was tun Sie? Die Million-Dollar-Frage, auf die ich keine Antwort hatte. Teil 2, eine binäre Entscheidung. Prolog. Was haben Sie gedacht? Haben Sie überhaupt was gedacht? Ich habe eine Spur verfolgt. Sie hat mir geholfen. Sie ist eine entflohene Mordverdächtige, verdammt nochmal. Ich habe versucht, diese Menschen vor den Cleanern zu retten. Die zwei Fälle hängen zusammen. Meiner und Wintersons. Die Cleaner haben Senator Gate umgebracht. Sie hängen zusammen. Winterson kann sie beide haben. Sie unterstützt sie nicht. Ich habe nur meinen Job gemacht. Tut mir leid, Ihnen das anzutun, Payne, aber es ist zu Ihrem Besten. Geben Sie mir Ihre Waffen. Ich setze Sie an einen Schreibtisch. Schreiben Sie mir einen Bericht über die Vorkommnisse in der Upper East Side. Verbrüderung mit dem Feind. Ich war zu weit gegangen. Quatsch. Der Augenblick vor dem Fall, wenn der Zeichentrick-Coyote bemerkt, dass er nicht schwerelos ist. Ja. Gehen Sie mal zu einem Psychologen. Sie haben es nötig. Das ist auch der Richtige. Wenn Sie bereit sind für die anonymen Alkoholiker, kommen Sie zu mir. Nehmen Sie sich ein Herz. Und schicken Sie mir jemanden, der mir bei der Sauerei hier hilft. Machst du selber weg, du Pillen-Junkie. Ich war wütend. Vogel. Auf mich, auf Bravura, auf Mona. War sie das alles wert? Wir haben jetzt die Tür zugemacht. Er hat die Tür durch Geisterhand zugemacht. Ich beneide dich nicht. Der Boss ist stinksauer. Hat keinen Sinn, da jetzt aufzuräumen. Soll sich erstmal was abkühlen. Hauen Sie ab, ich hab zu über tun. Diesen Bericht. Einige von uns haben einen Job. Er beruhigt sich schon wieder. Degradiert sich selbst vom Deputy Chief zum Lieutenant, nur um dem Mann auf der Straße nahe zu sein. Wenn du mich fragst, liebt er uns alle mehr, als ihm gut tut. Der Sprecher der anonymen Alkoholiker, hat er dir das auch geraten? Das muss man ihm lassen, hat die Flasche besiegt. Aber sowas vergisst man nicht. Ich wollte ihn jetzt gerade hauen. Was? Nur Telekinese, wie bei Psychonauts. Ich habe Psychonauts ehrlich gesagt nie gespielt. Keine Ahnung. So, wir sollen einen Bericht schreiben. Macht, das ist gut, okay. Auch schon ein bisschen was älter, ne? Alles hängt zusammen. Ja. Der Mord an Senator Gate, die Cleaner, der innere Kreis, Vinigonity. Ich musste Winterson aufklären. Hallo. Wintersons Telefon läutete. Sie war nicht an ihrem Platz. Wintersons Apparat? Gut, dann nicht. Hol besser Winterson. Sie ist etwas heikel mit ihren Anrufen. Ich glaube, sie ist im Vernehmungszimmer und nimmt eine Zeugenaussage auf. Willst du mich verarschen? Ich bin mal scharf auf dich, Payne. Ich habe gehört, sie hat einen neuen Freund. Es täte dir gut, mal flachgelegt zu werden. Das entspannt. Was? Es heißt, sie hat ihren Ehemann vor einiger Zeit vor die Tür geworfen. Kümmert sich jetzt allein um ihr blindes Kind. Kein Wunder, dass sie angespannt ist. Wie auch immer, sie redet im Vernehmungszimmer mit einem Augenzeugen. Ich war gerade in diesem verkackten Vernehmungszimmer. Und da war niemand drin. Ich glaube, das ist hier das Vernehmungszimmer, ne? Das hier? Ich musste mit Wintersons Zeugen sprechen, sobald sie mit ihm fertig war. War ich gerade drinne? Verarschen kann ich mich alleine, ey. Krieg ich Wasser? Oh. Ich muss ehrlich sagen, dafür, dass das Spiel so alt ist, ne? Also wir reden ja jetzt hier von 13 Jahren. Ist das echt detailreich, ne? Gerade auch so Texturen und alles. Das, manches sieht zwar aus wie Klump,
Aber anderes wiederum ist so detailliert. Ich meine, ich habe das gerade hier eben gesehen, hier im Hintergrund so. Diese Zeitung und so, man kann sie zwar wahrscheinlich nicht lesen, ne? Aber man erkennt, was da drauf zu sehen ist. Und das finde ich halt, das finde ich echt erstaunlich. Und es hat mich sehr an Mafia erinnert, an den ersten Mafia, der war auch großartig. Das hat Sie nicht zu interessieren. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Aufgabe. Erkennen Sie eine von Ihnen wieder? Ja, Nummer 3 war's. Danke. Wir sind fertig. Bringen Sie sie weg. Okay, Ladies, ihr habt sie gehört. Hier lang. Die Stimme war Skoffig? Der Sprecher oder was? Sie können hier warten. Jemand wird Sie abholen, sobald der Papierkram erledigt von dem, ist. Von dem Polizisten? Ich wollte Ihnen helfen, Max. Aber Sie wollten nicht hören. Jetzt ist es zu spät. Okay. Habe ich jetzt gar nicht drauf aufgepasst. Sag mal. Bist du mal fertig? Hier ist irgendwie alles gegen mich. Selbst die Türen kriegt man vor den Schädel. Detective Payne, haben Sie noch was hinzuzufügen? Wie ich Ihrer Kollegin versucht habe zu sagen, es wimmelte überall von Typen in grauen Overalls. Die haben da todsicher nicht sauber gemacht, aber sie war nicht allzu scharf drauf, mir zuzuhören. Schwer zu sagen, wer da wen töten wollte. Aber die Tussi und die Typen in den Overalls haben aufeinander geschossen. Okay, danke. Nein, danke Ihnen. Ich habe kein Golfi gespielt, das ist richtig, aber ich meine, die Synchronsprecher kennt man. Es gibt ja nicht so viele. Also, ne? Es gibt ja vom Prinzip her. Sie gehen in den Bau, beide. Payne war bei ihr, als sie verhaftet wurde. Mit wem sprechen Sie? Sie geben Informationen weiter. Bravura lässt Ihnen zu viel durchgehen. Ich habe die richtigen Leute in Kenntnis gesetzt. Lassen Sie die Finger von meinem Fall, Max. In Ihrem eigenen Interesse. Alles hatte in Schwarz-Weiß begonnen. Irgendwo unterwegs waren die Grenzen verwischt worden. Die Farben verliefen, wurden schmierig und grau. Niemals hätte ich Winterson verdächtigt. Es war wie ein Abschied. Boah, ich mag die, wo wir schon bei Synchronstimmen sind, ich mag die Synchronstimme von Max. Dieses Rauchige, oh, das ist so toll. Dich erwischt, zugedröhnt mit wie, Blut überströmt, wie du die Teile deiner Frau und des Pizzaboten unter einem Rosenbusch im Hinterhof vergräbst. In der Wanne liegt eine blutige Kettensäge und beide scheinen in deinem Bett erschossen worden zu sein. Die Mordwaffen sind voll von deinen Fingerabdrücken und du sagst, du warst es nicht. Nein, Mann! Ich bin das Opfer! Jemand will mich fertig machen! Ich war zu nah an der Wahrheit, also mussten sie mich loswerden. Das klingt gut. Deine Frau und der Typ vom Pizzaservice wollten dich loswerden? Nein, nein! Ja, sie wollten mich erledigen! Schweinehunde! Sie wollten mich umlegen, mein Geld stehlen! Das war Selbstverteidigung! Gut, deine Frau und der Pizzatyp sind in dein Bett eingedrungen und du hast sie getötet. Nein, ich bin kein Mörder! Es ist ein Komplott! Hören Sie denn nicht zu? Okay, ich verstehe. Deine Frau und der Pizzatyp konspirieren, um dich auffliegen zu lassen. Töten sich selbst in deinem Bett mit deiner Waffe, zerlegen sich in der Badewanne mit der Kettensäge in Stücke und locken dich in den Hinterhof, wo sie seelenruhig unter dem Rosenbusch liegen, dich voll Wie pumpen und als du dich nicht wehren kannst, spritzen sie dich voll Blut und rufen die Polizei. Habe ich was vergessen? Klingt plausibel. Ich wünschte, es wäre so einfach. Ich weiß, es klingt verrückt. Aber sie waren es nicht alleine. Das Ganze ist viel größer. Praktisch jeder Lieferservice ist darin verwickelt. Auch der Postbote. Und das heißt, dass die Regierung mit drin steckt. Der Postbote hat alles erzählt. Also müssen wir nur diesen Postboten finden. Bitte was? Um alle Beweise zu kriegen. Das wird nicht gehen. Er ist tot. Der Postbote ist tot. Schätze, der Staatsanwalt würde es anerkennen, wenn du jetzt auspackst und verrätst, wo du seine Leiche vergraben hast. Schätze, es ist nicht der gleiche Rosenbusch. Sehen Sie, was ich meine? Davon rede ich ja. Sie hören nicht zu. Ist alles viel schlimmer, als Sie glauben. Okay, und wie soll's jetzt weitergehen? Geben Sie mir eine Knarre und lassen Sie mich laufen. Ich kann das alles aufklären. Ja. Okay, Kumpel, die Komödie ist vorbei. Freilich. Mal einen Moment still, damit ich das Zeug aufschreiben kann. Was ist er denn für einer? Ach, ist noch so ein Hacker-Man. Was ist das?
True Story, passiert jeden Tag, ne? Frau und Postbote und dann wird noch irgendjemand, kommt noch dazu und weiß ich nicht, es ist ja total verrückt. Aber es ist auch eine bekannte Synchronstimme, wollte ich sagen. Sorry, Payne, hab keine Zeit. Hab gerade das Verbrechen des Jahrhunderts geknackt. Schreib da einen verdammten Bericht. Doch, das ist so aggressiver Penner. Ach, herrlich. Aber die ganzen Synchronsprecher, die es hier drin sind, waren auch bei Mafia dabei, deswegen kommen mir die auch so bekannt vor. Wie soll man hier überhaupt irgendetwas finden? Und der meinst du, der war bei Gothic dabei, ja? Spricht nicht mehr mit uns. Schade. Hallo? Wenn ich du wäre, würde ich wenigstens so tun, als täte ich das, was man mir gesagt hat. Bist denn du für ein Leisetreter? Sehe ich so aus, als hätte ich Zeit? Wenn die Tür zu ist, dann hat das auch seinen Grund. Okay. Was geht denn hier? Diese Tür. Hey, wir wollten das sehen. Arschloch. Und nun wird Lords und Ladies fortgesetzt. Mama. Immer noch eine Kohle aufheben. Er ist wie wahnsinnig. Valentine tritt. Sie ist keine Lady. Kann man ein bisschen verarschen, die Typen. Der geht nicht. Ja, mach den mal sauber. Okay. Wo war denn jetzt hier? Komme ich denn in diesen Dingens? Ach hier, da müsste ich hier raus. Da komme ich aber nicht raus. Okay, dann schreibe ich mal meinen Bericht lieber weiter, bevor es hier noch irgendwie Ärger gibt. Geht nicht? Was soll ich denn dann machen? Hä, ich habe mir alles angehört. Mag jetzt auch nicht. Nun. Spreng halt was. So, ich kann hier runtergehen. Alles klar. Probieren wir es mal hier unten. Die Gegenüberstellung war vorbei. Mona war wieder in ihrer Zelle. Die Zellen waren unten. Ah, alles klar. Ja, kann man sich echt überall umgucken. Ist ja cool gemacht. Hallo. Hey, also mein Freund, dieser verdammte Loser, sitzt den ganzen Tag auf seinem Arsch und spielt diese Videospiele. Wissen Sie, Dick Justice und so ein Kram. Geht nicht arbeiten, will nicht auf mich hören. Ist leider kein Verbrechen, ein Loser zu sein. Nein, nein, ich bin noch nicht fertig. Ich bin's also echt leid. Nehme den Fernseher und werfe ihn aus dem Fenster. War ja meiner. Ich kann damit machen, was ich will, oder? Solange niemand verletzt wird. Hab ich ihm auch gesagt. Er ist eigentlich mein Ex. Aber jetzt droht der Psycho, mich umzubringen. Das ist doch ein Verbrechen, oder? Er hat verdammt lang diese Spiele gespielt. Er ist ein ziemlich guter Schütze. In den Nachrichten sagen sie, der Controller ist wie eine Waffe. Sie müssen mir helfen. Ich habe Angst um mein Leben. Okay, wir setzen sich einen Moment hin, wir notieren ihren Namen und Adresse und sehen, was wir tun können. Okay. Hat schon mal jemand anderes mit einer Maus umgebracht? Also mit einer Computermaus? Vielleicht erdrosselt, ja. Aber ich sag mal, gehen wir mal von einer kabellosen Maus aus. Hat damit schon mal jemand... Ich glaube nicht, oder? Vielleicht tief in den Rachen reingeschoben oder irgendwie sowas, damit der andere die Gusche hält. Aber... Nur so aus Neugier. Haben Sie das gehört? Die Leute werden heutzutage mit Videospielen umgebracht. Ja, willkommen in New York City. Das ist eine Hommage. Nur Obernoobs nehmen kabellose Mäuse. Ja, ist richtig. Nur Obernoobs bringen ja auch andere Leute mit Mäusen um. Auch so eine Tastatur tut schon weh. Ja, altert ganz schlecht aus dem Gesicht wieder raus, habe ich gehört. Was ist mit ihm? Gibt's keinen Schatten. Keine Schattenspiele. Kann ich ihn ausmachen? Oh! She made me do it. Sie hat mich dazu gebracht, es zu tun. Do not cross. Nicht übertreten. Cool. Also, wie gesagt, ich mag das, dass das so detailreich ist. Du kannst hier einfach mal bei diesem Projektor, kannst du dich einfach hinstellen und kannst ein Knöpfchen drücken und es kommt ein anderes Bild an der Wand. Oder du kannst mit den Leuten reden und es ist mega gut. Hätte keine Angst, nach Hause zu gehen, wenn du dort wärst. Ich kann dir meine Nummer geben, falls du mal mitten in der Nacht jemanden beschützen musst. Hallo. Das war doch ein Angebot, oder? Gib Nummer.
Gönn dir, genau. Hallo. Mopsmaus, lass mit dir reden. Gut, dann halt nicht mehr. Pff, diese arroganten Weiber hier. Oh. Hallo? Verdammt nochmal! Kann man nicht mal 5 Minuten seine Ruhe haben? Ich hab hier noch zu tun. Sieht er gar nicht, dass da jemand drin sitzt. Schade. Ich muss irgendwie immer alles anmehren. Ich weiß nicht, da bin ich wie so ein kleines Kind. Überall dran tatschen. Hallo. 10-4. Wiederhole. Können Sie das bestätigen? 23-12. Okay, bleiben Sie dran. Fahren Sie fort. Tut mir leid, Detective, keine Zeit. Ich muss hier rangehen. Oh. 10-4. Wiederhole. Können Sie das bestätigen? Schade. Okay, hier gibt's nichts. So, hier ging's zu den Zellen. Und hier geht's. Wo geht's hier hin? Wie soll man sich deinen Namen merken, wenn du nicht mal selbst schreiben kannst, Bruce Hart? Alles eine Frage des Basic Positioning. Mit dem Namen fängt's an. Ist doch alles egal. Wenn ich den Fall knacke, Miller, werden sich ihn alle merken. Als würdest du den jemals lösen können. Alles zu seiner Zeit, du wirst schon sehen. Es ist der Sinn des Gesetzes, nicht der Buchstabe. Ich werde dich so lange aufziehen, bis du das schaffst. Du hast schon eine Schlange in mein Bett gelegt. Was denn jetzt noch? Eine Schlange? Ins Bett? So nennt ihr das also. Hey, Payne. Max Payne. Das wäre doch mal ein cooler Name für dich. Hä? Positioning. Als käme es im Job darauf an. Ja gut. Du meinst? Wie detailliert ist das denn hier alles? Man kann hier wirklich überall rumrennen. Bis auf die Autos, die sind halt nicht wirklich detailliert, ne? Ich meine, auch zu der Zeit. Hui. Hui. Das geht nicht auf. Gut, also wir können überall in der ganzen Anlage hier rumrennen. Aber das war's auch. Der ist echt betrunken, der Nightbot. Da muss ich nachher nochmal gucken, was mit dem falsch läuft, ey. Immer macht er alles doppelt. Ah, gut, Trank. Lock up. Okay, dann gehen wir wieder hier rein. Tür auf. Und dann gehe ich halt hier über die Treppe zum Lookup. Und die Zellen. Eine Mütze. Warte. Mach auf. Wieder rein. Hallo. Möchten Sie in die Arrestzelle? Drücken Sie den Summer an der Tür. Petersburg wird Ihnen öffnen. Warum machst du nicht auf? Ich meine... Nichts ist langweiliger, als hinter diesem Tisch zu sitzen. Glaube ich dir gerne. Vor allen Dingen in dem scheiß Fernsehen läuft auch nur... nichts. Payne hier. Ich brauche eine Aussage von einer ihrer Insassen. Mona 6. Die letzte Zelle auf der linken Seite. Okay. Mona 6, hä? Glückspilz. Die würde ich auch gern mal etwas ausquetschen. Ja, ein echter Hingucker. Hat sie jemanden umgebracht? Passen Sie besser auf, Payne. Nur so ein Gefühl. Ich glaube, er möchte sie nicht ausquetschen, er möchte was in sie reinquetschen. Ihre Femme Fatale ist den Gang runter links. Hallo. Ey, du da. Oh, er hier. Nicht schon wieder. Oh nein. Wir sind gerade erst den Gestank vom letzten Mal los. Petersburg, sehe ich für dich aus wie eine Putzfrau? Du machst dich gut. Atme durch den Mund. Tut mir leid. Ich kann nicht dazu. Die Visionen in meinem Kopf sind so hässlich. Ich muss sie rauslassen. Die sehen genauso aus wie ihr werdet sterben, wisst ihr? Es ist sonnenklar, man sieht es deutlich. Alle sterben. Ich wische diesem Penner schon die ganze Nacht hinterher. Sieht übel aus. Ja, ja, und es riecht noch schlimmer. Ihr werdet alle sterben. Ich hoffe. New York City zu dienen und vor der Kotze zu beschützen. Manchmal macht mich der Job krank. Entschuldigung.
Kann ich mit dir reden? Das ist ja der Penner, dem wir geholfen haben. Zumindest da am Anfang. Dem kann ich nicht mehr reden. Ansonsten sind die Zellen hier alle leer. Max, Sie müssen mich hier rausholen. Sie wissen, dass ich das nicht kann. Du kannst da selber Wenn durch. Wenn ich bleibe, sterbe ich. Ist das nicht etwas melodramatisch? Hinter Gittern bin ich leichte Beute. Sicherer könnten Sie gar nicht sein. Kommen Sie, Max. Jeder dieser Cops könnte vom inneren Kreis bezahlt werden. Sie sollten das wissen. Was soll das heißen? Sie kennen Alfred Woden. Sie wollen antworten? Rufen Sie ihn an. Er kann alles bestätigen, was ich gesagt habe. Okay, das werde ich tun. Ich wollte nichts mit Woden zu tun haben. Ich hätte ihn sofort anrufen sollen, als der innere Kreis erwähnt wurde. Wie die Lady sagt, wir werden alle sterben. Kotze ist nicht schön, aber sie lügt nie. Also nur mal so, ne, Mona. Du bist jetzt nicht die dickste. Ist schon relativ schlank. Also sie würde locker durch so einen Gitter hier durchpassen. Locker. Ich meine, das ist nur so eine Idee. Ne? Die Tür zur Garage der Polizeiwache war versperrt, außer wenn Kriminelle in Arrest gebracht wurden. Okay, also entkommen würde sie natürlich nicht. Wahrscheinlich. Also außer sie hat irgendwas, außer ihre eigenen Waffen dabei, um die Tür aufzusprengen zum Beispiel. Kann ich Ihr Telefon benutzen? Durch die Tür hinter Ihnen. Da ist eins. Nehmen Sie das. Hier? Wie beschissen ist das denn? Ziemlich beschissen. Das kannst du laut sagen. Ich meine, ich sitze in einem gestohlenen Wagen. Will mir gerade den Kofferraum mit illegalen Waffen vollpacken. Ich hab sie noch nicht mal. Zu diesem Zeitpunkt bin ich, abgesehen von der Karre unter meinem Hintern, ein gesetzestreuer Bürger. Bin nur unterwegs, die Waffen zu holen. Unterhalt mich die Bullen an. Das ist voll beschissen. Ja, ich sag's ja. Das hab ich auch gedacht, als sie mich anhalten. Wie beschissen ist das denn? Und was soll ich dir sagen? Der Wagen ist denen doch total egal. Ohne Scheiß? Das ist ja die Ironie. Hirsch so eine ohne Alkohol am Steuerkampagne. Alles, was die wollen, ist, dass ich in Röhrchen blase. Ohne Scheiß? Wenn ich dir sage, ich war erleichtert, mache diesen verdammten Test. Und als schon alles vorbei ist, die wollen mich gerade weiterwinken. Oh oh. Da entdeckt der Bulle etwas, das unter dem Sitz hervorschaut. Game over. Ja. Eine verdammte Knarre. Wusste nicht mal, dass die da war. Musste dem Besitzer gehören. Nicht lizenziert. Entpuppt sich als eine Mordwaffe. Wie beschissen ist das denn? Das ist echt beschissen. Tja, wie ärgerlich. Warum bist du hier? Wäre ich besoffen gefahren. Oh, das ist echt beschissen. Das ist echt beschissen. Das ist ganz schön beschissen. Er ist betrunken gefahren. Ah, kann ich mich jetzt selber einliefern. Schade. Muss ich wahrscheinlich bald machen, wenn das so weitergeht. Ich muss telefonieren. Warum kommt ihr denn alle her? Werfen wir noch ein paar Körbe? Dich zock ich. Was ist los, Payne? Nix. Sprich doch mit mir. Hier gibt's nichts zu sehen. Weitergehen. Nichts zu sehen. Sprichst du mit mir? Huch. Ich kann hier im Gesicht rummehren. Dies ist der Anrufbeantworter von Senator Alfred Woden. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Woden, Max Payne, wir müssen reden. Wenn Sie mich fragen, sind Sie mir das schuldig. Mhm. Kann ich hier nochmal im Gesicht? Mein Gott! Eine Bombe, das war eine Bombe! Nach oben, sofort! Oh Gott! Nach oben, sofort! Etwas lag in der Luft. Monas Worte, dass sie leichte Beute sei, halten in meinem Kopf. Die Bombe war offenbar ein Ablenkungsmanöver. Schnell fallen lassen! Ah! Oh! Bewaffnete Eindringlinge! Im Zellenbereich! Oh, hier, er hier! Ihn. Sucht die Schlampe! Sucht sie und tötet sie! Ach nee, das war da gar nicht so aus wie dieser Billigschlüpfer da. Ja. Ja, den haben wir ja schon umgebracht, den Typen. Wer hört sie jetzt da durch? Ey, du kommst doch durch die Gitter durch! Das ist nicht so groß! Mona hatte recht. Ich musste ihr helfen. Ohne Waffe kam ich nicht an den Cleanern vorbei. Okay, ich habe eine Waffe. Hilfe! Ich sag mir! Du bist da! Ihr habt genauso Probleme mit den Türen wie ich. Das ist gut.
Sind die jetzt hinten tot? Die haben sie umgebracht. Die waren doch unschuldig. Ihr Schweine. Dreckscleaner sie. Boah. Ich glaube, die waren hier auch. Waren hier bestimmt auch alle nicht bewaffnet gewesen. Petersburg. Oh. Ah, der lebt noch. Ja, toll. Ich hab's gesehen. Sie sind alle tot. Ja, ich sollte recht behalten. Bäh. Gib mir den. Ah! Hör doch auf mit dem Scheiß. Wow. Entschuldigung. Konnte ich nichts für. So. Warte. Ich muss mal ein Stück näher rankommen. Auf die Distanz mit einer Shotgun macht nicht so viel Sinn. Oh, gut, es geht, aber. Ach, ich habe ja noch eine AK. Sehr gut. Da sind die ganzen Knarren jetzt auf einmal alle her. So, ich glaube, wir haben das mal gerade aufgeräumt. Ein bisschen zumindest. Ist noch was drin? Nö. Nee. Du da? Nix. Jetzt hier hoch? Oh ja, die Tür ist offen. Huch. Hier zu bleiben, eingesperrt hinter einem Tresen, hätte nichts gebracht. Mona war in die Nacht verschwunden. Ohne sie kam ich nicht weiter. Sie richtig ich wusste, wo ich sie finden konnte. Miep, miep. Wer bist du denn? Wodka! Keine Angst, Vlad ist hier. Die Welt wurde zu klein für Behaglichkeit. Zu viele Zufälle. Bang, Sie sind tot, Max Payne. Ein Captain Baseball Bad Boy Kostüm mit riesigem Kopflack auf dem Rücksitz. Rüsten Sie sich für Halloween? Max, teurer Freund, das ist mein trojanisches Pferd in dem Krieg, den Vinnie Cogniti begonnen hat. Apropos, gibt's was Neues? Seien Sie so nett, setzen Sie mich in Coney Island ab. Sagt Ihnen der innere Kreis was? Die sind alles andere als mystisch. Auch wenn Sie das selbst gerne sehen. Auch nur eine Stufe über dem organisierten Verbrechen. Ich weiß, was Sie meinen. Cogniti hat einen Deal mit denen. Was ist mit Mona Sex? Ich kenne sie. Ihren Ruf als Auftragsmörderin. Hab gehört, sie ist eine heiße Braut. Ich würde sie ficken. In diesem Augenblick hasste ich Vlad. Max, ich brauche Ihren Rat als Freund. Ja. Angenommen, die einzige Wahl, die man hat, ist genau das Falsche zu tun. Dann ist es nicht unbedingt falsch. Mehr sowas wie Schicksal. Man muss tun, was man tun muss. So leicht ist es nie. Wir stimmen überein, nicht überein zu stimmen. Ich würde sie ficken. Das ist ein Typ. Hallo. Schönen guten Tag. Warum war ich noch einmal dort? Warten Sie. Warten Sie eine Minute. Reden Sie mit mir. Wovor haben Sie solche Angst? Was wollen Sie von mir? Die Dinge, die ich will. Von Max Payne. Eine Zigarette. Ein Whisky. Sex. Dass die Sonne scheint. Ah, man kann es auch so schlafen und vergessen. Die Vergangenheit ändern. Ich will meine Frau und meine Tochter zurück. Unbegrenzte Munition und eine Lizenz zum Töten. In diesem Moment wollte ich sie mehr als alles auf der Welt. Los geht's! Leg sie um! Oh. Du hast sie hergeführt. Nein! Gehen wir zu mir. Da können wir sie fertig machen. Sie oder dich? Frag für einen Freund. Könnt ihr denen nicht mal andere Klamotten geben? Immer diese Pseudo-Cleaner-Typen da. Uah! Kaputt! Was für ein billiges Gerüst, ey.
Wenn man etwas wirklich will, hat man Angst, es zu verlieren. Oder es nicht zu bekommen. Das macht dich verwundbar. Lauf! Drecksäcke! Sie ging mir nicht aus dem Kopf. Du hast ja auch schon, ne? Hast ihn ja auch schon halb drin gehabt. Wird mir die jetzt auch nicht mehr aus dem Kopf gehen. Huh! Hier geht gleich alles in die Luft! Huh! Jetzt. Da oben noch einer. Das weg. Findet sie und legt sie um. Den Kopf und die Killernutte. Keine Umschweife, das hat der Killernutte. Ja, ja, kann's gar nicht abwarten. Hey, was zum Teufel? Alles fällt um! Die Augen aufhalten. Cleaner war der falsche Name. Sie machten eine Menge Dreck. Das ist richtig. Die machen wirklich ziemlich viel Dreck. Dafür, dass sie eigentlich zum Saubermachen da sind. Oh, Handgranätchen. Ich hasse das. Ich geh da nicht rein. Los jetzt, du Baby. Ist doch nur eine Geisterbar für Kinder. Die wollen uns holen. Wie habt ihr mich denn jetzt mitbekommen? Ich hab einen Schritt zur Seite gemacht. Also bitte. Wow. Geh auf damit. Lediglich einen Schritt zur Seite gemacht. Die hätte mich gar nicht mitbekommen können, ihr Elendigen. Serie überhaupt. Der Held verfolgt diesen Serienkiller, John Mirror, und am Ende ist er in dieser ekligen Toilette in der Irrenanstalt. Guckt in den Spiegel. Ah! Oh. Pom. Hab ich noch was anderes zum Schießen? Der ist ein Igel. Och. Ja, er schießt das Stahlseil. Genau. Ach, Kacke. Mann. Oh nö, ich nochmal von vorne. Kann ich das skippen? Kann ich nicht. Doch, kann ich. Aufhören. Sie ging mir nicht aus dem Kopf. Ja. Wie schon gesagt. Halt mal deine Granate. Ich dachte, du sollst sie behalten. Ich wollte die nicht. Also unangenehm, so eine Handgranate in der Hand zu haben. Findet sie und legt sie um. Den Kopf und die Killernutte. Keine Umschweife. Hey, was zum Teufel? Alles Cleaner war der falsche Name. Sie machten eine Menge Dreck. Ja. Also, das Zeug hier wieder mitnehmen. Und dann mal speichern. Ich hasse das. Ich hasse das. Ich geh da nicht rein. Los jetzt, du Baby. Ist doch nur eine Geisterbahn für Kinder. Die wollen uns holen. Ich schmeiß hier nochmal eine Granate. Kampf. Sekundärangriff, Maustaste 3. Ist das richtig? Der Angriff, der schlecht gemacht. Er schießt ihn. Tatsache. Das war korrekt. Nix da. Oh, ich würde gerne da runtergehen, die Munition einsammeln. Ich habe nicht mehr so viel. Ist das cool? Die beste. Schade. Wo kommst du denn her? Hey! Hier geht gleich alles in die Luft! Hey! Geh kaputt! Meine Güte!
Jetzt. Sehr gut. Das hat gesessen. Endlich mal wieder ein bisschen Munition. Die konnte ich jetzt sehr gut gebrauchen. Sag mal! Du warst doch gerade tot. Das gibt's ja wohl nicht. Unverschämtheit. Ist nicht hier. Aua, aua, aua. Schweine. Was? Gehen langsam die Painkillers aus. Beziehungsweise sind schon ausgegangen. Wird unangenehm, wenn ihr hier so weitermacht. So, Munition. Hört doch mal auf, hier alles kaputt zu machen. Ihr seid hier nicht zu Hause. Die Geisterbahn war Monas Spielplatz. Da! Sie ist da oben! Achtung! Kaputt. Sie war wieder in den Schatten verschwunden. Ein Eingriff von oben. Zu schnell vorbei. Ey! Och, Schwein! Elendiges Schwein! Nein! Hört auf damit! Nein, 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 nein! Haha! Doppel! Oh! Muss ich erst mal gucken, ob hier noch irgendwo was rumliegt. Ich hab die ja hier auch oben nicht weggehauen, glaube ich. Lag hier nicht gerade im Knarre rum? Da liegt eine. Doch richtig gesehen. Wenn wir hier durchgehen, weil die Typen sind ja hier alle irgendwo gestorben und die hatten meines Erachtens, siehst du, genau, die hatten Munition dabei. Und wenn ich jetzt hier einmal noch durchmache, hier die, genau. Jawoll, sehr schön. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Munition und alles ist schön. Vielleicht. Bisschen zumindest. Damit kann man was anfangen. Speichern. Wieder alles kaputt machen. Die Geisterbahn war Monas Spielplatz. Da! Sie war wieder in den Schatten verschwunden. Ein Eingriff von oben. Zu schnell vorbei. Wo waren die denn? Hey! Da, hinten. Deswegen haben die mich eben auch weggeknallt. Alles klar, da habe ich ja überhaupt nicht hingeguckt. Die haben sie kaputt gemacht. Drecksäcke. Aber mal ganz ehrlich, wer wohnt denn bitte auf einer Geisterbahn? Also Mona, ne? Also warum? Was ist dein Begehren? Warum wohnst du auf einer Geisterbahn? Also, verstehe ich gerade nicht. Aber okay. Ist halt, muss man halt mögen. Wo wollte ich hinkommen? Pain! Here comes the pain! Wie macht das schon? Dass du das machen würdest, ist mir klar, Erik. Max, die Garagenkulisse. Ich lass dich durch. Garagenkulisse, ja. Max, Cleaner weiter vorn. Okay. Wow! Da war so weit weg. Tot. Er ist ganz schön tot, der Junge. Okay. Oh, hier haben sie auch alles kaputt gemacht. Was ist das? Uah! Hör doch auf damit! Ich habe mich gerade hochgeheilt, weißt du? Ich hasse die. Aber sowas von. Was soll das? Geben sie einen immer noch mal ordentlich mit. Speichern, vorsichtshalber. Stehen bleiben! Ich hatte die Schnauze voll von den Cleanern, die in ihren Vans davon rasten. Ich hatte nur eine Chance und keine Zeit, darüber nachzudenken. Ich hatte keine Wahl. Ich konnte nicht auf Mona warten. Das war Vlads Ausrede. Schicksal. Ich vertraute mir selbst nicht.
Ich hatte das Funkgerät vergessen, das Mona mir gegeben hatte. Max. Ich bin hier. Die Cleaner nehmen mich ein Stück mit. Ich sag Bescheid, wenn wir angekommen sind. Max, was Ihnen passiert ist? Ich kann jetzt nicht reden. Ich konnte sie nicht knacken. Ich musste den Fall knacken. Du kannst sie später knacken. Kapitel 2. Gerade etwas beschäftigt. Mona, die Baustelle der Kesslin Versicherungsgesellschaft. Bin schon unterwegs. Bringen wir es ganz nach oben? Ja, mit den restlichen Beweisen. Hey, Vorsicht mit den roten Kisten, ihr jagt uns ja alle in die Luft. Ich hol das Zeug aus dem Van und treffe euch dort. Den Scheiß machst du. Hey, was zum Teufel? Piu. Piu, piu, piu. Ich dachte an Vlads trojanisches Pferd. Im Van war ich in das Versteck der Cleaner gelangt. Sie hatten mir verraten, dass die Beweise auf der obersten Etage waren. Mhm. Gut, 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 gut. Gut, 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 gut. Kann ich hier denn noch aufmachen? Manchmal kann man die Türen nämlich aufmachen von den Vans. Und dann kommt man nochmal an Waffen und sowas. Direkt hinter uns, ja klar. Er wollte nur sein Zeug aus dem Van holen und dann kommen. Was für Zeug? Was hat er denn da drin? Kommt er? Hallo. Hey, Andrews, hey! Haha, hinterrücks, durch die Brust, ins Auge. Läuft. Baustelle, das sieht nicht aus wie eine Baustelle, das sieht eher aus wie eine Bruchbude. Aber okay, auch eine Bruchbude kann eine Baustelle sein. Das ist ein Argument. Die gefährlichen roten Kisten, von denen die Cleaner gesprochen hatten, waren Kisten voller Sprengstoff. Hallo. Bitte nicht auf die roten Fässerkisten, Kisten und Fässer schießen. Das macht nämlich schon mal Bomben. Das ist unangenehm. War nicht mal. Das Ergebnis siehst du. Das stimmt. Wenigstens hat er die Wunden, um es zu beweisen. Was haben wir? Nicht einen Kratzer. Das macht sich gar nicht gut. Als hätten wir gekniffen. Zählt es etwa nicht, dass wir die letzten Überlebenden sind? Hey, ich kann dir in den Arm schießen, wenn es das ist, was du willst. Wo sind die? Vor mir? Oh, come on! Visa, Sack! Die gefährlichen roten Kisten, von denen die Cleaner gesprochen hatten, waren Kisten voller Sprengstoff. Das war's. Kaufmann ist alles. Erschieß ihn! Ja, nun, nicht getroffen. Das war auch nicht so geil. Naja, hä? Arschloch. Er hat doch mal eine Granate geworfen beim Ableben. Die gefährlichen roten Kisten, von denen die Cleaner gesprochen hatten, waren Kisten voller Sprengstoff. Hat sie jetzt endlich getroffen? Ist sie tot? Okay, offenbar nicht. Max, ich bin vor Ort. Wo bist du? Ein abgerissenes Gebäude am Ende. Da ist noch irgendwas weggeflogen. Ich bin auf der falschen Seite. Ich versuche alles vom Dach zu überblicken. Später. Ich bin gerade etwas beschäftigt. Was ist das denn für ein Gebäude, ey? Mann, interessante Architektur hier auf jeden Fall. Mit explosiven Fässern. Kisten und Fässer, Fässer und Kisten. Na gut. Diese Dinger bereiten mir echt Unbehagen. Ich will das nicht. Das ist... Nee. Hallo. Komm jetzt da rein.
Muss ich das kaputt schießen? Haha! Diese Tür ist nicht mehr. Aufzügen würde ich aber auch nicht trauen. Huch. Ja, lass mich durch. Was ist denn das für eine Drecksmuchte hier von Haus? Ist ja alles im Arsch. Das ist sowas. Verrückte Welt. Ich hab die Schnauze voll von dir. Wie denn? Hör mal auf, mir die Tür vom Kopf zu hauen. Du bist dagegen? Das ist okay. Ah, da oben waren sie. Metal-Konzert hier oder was? Die werden irgendwann fertig sein, hoffe ich mal. Habt ihr's bald? Was da eben alles explodiert ist. Das muss ja mega viel gewesen sein. Huch, was bist du denn? Ja, dutzende Kisten, die da explodiert sind. Uns hat leider niemanden mit dem Tod gerissen. Schade eigentlich. Standen nur noch hier die drei Stück vier Kisten rum. Was war das denn? Unfassbar. Ja, auch nicht lang. Da unten sind wir eben reingefahren. Okay, komme ich hier irgendwo? Ach, hier. Ah, sehr gut. Einmal heile, heile, heile. Die drei Stück Kisten waren das. Ja, ich weiß. Oh, da verspricht man sich einmal, ne? Wird gleich wieder auf die Goldwaage gelegt. Drei Stück Kisten. Vielleicht habe ich auch russisch Blut in mir. Drei Stück Kisten. Keine Ahnung. So, auf. Drei Stück Kisten. Haben mir angetan. Böse Sachen, böse Dinge. Haben Boom gemacht. Als beinahe Apotheker lege ich alles aufs Goldwegchen. Oh, das war ja klar. Dann mach halt. Es sei dir gegönnt. Na gut. Hier bin ich nicht lang. Ich bin da eben schon mal hier hinten lang. Boah! Entschuldigung! Das ist ja gemeingefährlich hier. Gottes Willen. So, jetzt komme ich nur wieder durch diesen doofen Aufzug nach unten, oder wie? Ich komme nicht nach oben? Die Aufzüge gehen wahrscheinlich nicht, ne? Oder? Kommt der doch nach unten? Also Knöpfchen geht, aber das war's auch. Hier bin ich da eben schon. Hä? Wo muss ich lang? Oh, Schmerzmittel. Sehr gut. Habe ich die eben nicht eingesammelt. Also hier geht's ja nicht weiter. Und darunter wollen wir auch nicht unbedingt. Hier wieder raus. Hirse, Hirse, Hirse. Nee. Na nun. Hier irgendeinen Knopf drücken oder irgend sowas, dass ich rauskomme? Na toll. Ist aber auch nix. Hä? Ich nicht hoch. Und da komme ich nur wieder dahin, wo ich eben schon war. Das ist jetzt komisch. Oder muss ich wieder zurück? Hier komme ich jetzt wieder da rein. Da lang. Hier war ich noch nicht. Das sieht interessant aus. Diese roten Fässer immer. Die sind doch nur sinnvoll, wenn hier auch Gegner sind.
mir, ich sei neu im Geschäft. Ich arbeite mit allen Farben außer grün. Was zum Teufel soll denn das heißen? Vielleicht ist das symbolisch. Sowas wie Grünschnabel. Er sagte, ich würde grün... Pain! Pain! Er wusste sofort, dass ich da bin. Er wusste das. Er hat das durch die Tür gesehen. Mit ihrem Wallhack immer. Und sie auch da mit... Rennt er vor der Granate weg. Frechheit. Was? Noch mehr Gegnisse. Wäre zwar gerade unangenehm. Okay. Jetzt nicht mehr unbedingt. So, Schmerzmittel. Können wir gleich mal welche einschmeißen. Des heroischen Einsatzes der anwesenden Beamten kostete die Bombe selbst keine Menschenleben. Während des anschließenden Schusswechsels starben jedoch zwei Officer und mehrere Häftlinge. Lieutenant Jim Bravura betont, dass Sax bewaffnet und extrem gefährlich ist. Das NYPD geht Hinweisen nach, dass Sax Helfer unter den Beamten gehabt haben soll. Ebenfalls vermisst wird Detective Max Payne, der bereits vom Dienst suspendiert war und gegen den wegen früherer Vergehen und mutmaßlicher Verbindungen zu Sax ermittelt wird. Sowas. Die ist nicht bewaffnet, die Frau. Ja gut, sie hat schlagfertige Argumente, aber sie ist doch nicht bewaffnet. Ich böse? Nö, ich bin doch nur, ich werde vermisst. Also, ich werde nur vermisst. Alles gut. Nein, hört doch. Oh. Drecksack. Aufhören. Boah, diese Drecksäcke, immer mit ihren Drecksgranaten, ne? Oh. Ihr wisst doch selber, dass das nicht gut für euch ist, wenn ihr die Dinger euch vor den Pelz schmeißt. Warum tut ihr das dann? Ja gut, hier hatte irgendjemand einen Stuhlfetisch, würde ich meinen. Stuhlsex. Na gut. Oha. Hier ist wirklich alles im Arsch. Stuhlfetisch. Fehltisch. Da fehlte ein Tisch, also Stuhlfehltisch. Lass sie nicht entkommen! Versteck! Sinnlos! Immer noch nicht. Sag mal. Ey, hör mal auf damit. Immer durch dieses Wandgeschieße. Drecksack. Komm ich jetzt rüber? Oh, am besten gar nicht. Hui. Kasperle-Theater. Oh, geschafft. Gut. Bin schön fliegen, die Typen. Das haben sie sehr gut gelernt. Bei welcher Ballerina sie das auch immer gelernt haben. Oh. Komm mal. Oh. Entschuldigung. Hui. Der konnte auch sehr gut fliegen. Gab's hier nicht sonst eigentlich immer Hintergrundmusik? Ich vermisse Hintergrundmusik. Fällt mir gerade so auf. Hier hoch? Ja. Ach. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh. Aufhören. Jungs. Mensch, chillt mal. War daneben geworfen. Haha. Verstanden? Das hier ist so eine nur über meine Leiche-Situation. Da ist ein Eindringling, möglicherweise auch mehrere. Aber hier kommt niemand lebendig vorbei.
Gut. Wenn du das sagst. Schade. Das hätte ja klappen können. Oh nein! Achso, sind auf die Taste gekommen. In Deckung. Wo ist denn er gelandet? Warte, das ist lustig. Hör auf! Hör auf, hör auf, hör auf. Nicht umbringen. Das ist lustig. Hör auf zu schießen. Aua. Ja. Billiger kannst du so eine Rückenmassage eigentlich nicht bekommen. Geht das? Oh Mann. Herrlich. Oh. Wieder böse Kisten und ich habe keine Painkillers mehr. Oh, ich dreh am Kabel, ey. Und es regnet. Vlad hatte gesagt, Cornetti schaltet seine Konkurrenten aus. Hatten die Cleaner deswegen Vlads Waffenlager ausgeräumt? Der Raum war voller illegaler Feuerwaffen. Genug für eine ganze Armee. Oh ja. Mona, diese Typen sind bis an die Zähne bewaffnet. Absolut professionell. Von hier aus sieht das aber ganz anders aus. Okay. Was soll das heißen? Red mit mir! Miststück! Alles kaputt hier. Und den Bach runter. Fall, Stuhl, Fall! Geht doch. Hat der Typen auf den Schädel gekriegt. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin, deswegen gucke ich nochmal auf der anderen Seite. Hier ging es auch noch weiter. Aber wahrscheinlich ist hier nichts mehr, ne? Außer Fenster. Ah, siehst du, da hätten wir noch Munition und alles vergessen mitzunehmen. Das wäre ja nicht so toll gewesen. Oh. So. Ich bin da, um euch zu holen. Hör mal. Das war, glaube ich, nicht richtig, dass ich runtergehüpft bin, oder? Verdammt! Vielleicht die Tür da hinten jetzt offen? Kackstuhl. Irgendwas habe ich jetzt falsch gemacht. Ich bin jetzt falsch abgebogen, scheinbar irgendwo. Wo komme ich jetzt hier zur Tür raus? Hallo? Nein. Ja, alles abgeschlossen. Ja, immer so. Hier bin ich vorhin reingekommen, ne? War das? Ist da dann? Nein. Hier. Hier bin ich nach oben gekommen. Jetzt muss ich hier nochmal alles ablaufen. Können wir auf jeden Fall nochmal gucken, ob wir noch irgendwas vergessen haben mitzunehmen. Ist ja auch nicht verkehrt. Glaube ich. Nach hier oben schnell. Och, Kiste. Oder was da lang? Nee. Da ist zu. Ups, 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 ups. Da ging es nicht. Weiter. Nee, da ist zu. Oh, hier liegen Painkillers. Haha, sehr gut. Einmal heilen, bitte. Habe ich vollkommen übersehen. Die Dingers. Oder kann man hier hoch? Nee, kann man nicht, ne? Nee. Da rutscht man runter. Gut. Hier ging es nicht raus. Und hier sind die Türboys. So, und hier war der Tisch. Und hier ist böse Kisten.
die von hier aus treffen? Nee, ne? Ah. Sehr gut. Die haben wir erstmal weggeräumt. Also durch das Fenster muss ich bestimmt auch nicht, oder? Nein, das sieht unangenehm aus. Das ist nur tief. Geht's auch nicht weiter? Also muss ich darüber? Wie hab ich denn das vorhin gemacht? Sag mal, hier fehlt doch jetzt was. Shit. Da hat ein Stück Weg gefehlt. Ja. Nun. Hier ging es nicht weiter. Ach, hier ist auch noch eine Tür. Die ist aber zu. Hier. Die habe ich übersehen. Die habe ich übersehen. Oh Gott. Gott. Mehr Zeug. Wer summt hier? Gott, alles voll mit Munition und Zeug, ne? Voll unangenehm. Das Aufzüge gehen auch nicht. Ich über die Munitionskisten hier nach oben klettern. Was das auch bei Max Payne ja gewohnt ist. Das ist ja auch so ein richtiger Klettermaxe, ne? Aha, Klettermaxe. Ich mach die Kisten lieber nicht kaputt. Mir schwand dann Übles. Haha, oh nein. Ja, so viel zu dem Thema. So viel zu dem Thema. Ja, haben wir jetzt eine Abkürzung geschafft. Wo denn? Von wo seid ich mit... aufhören! Ja! Drecksäcke! Gute Frage. Nächste Frage. Ich hätte immer blöde Fragen, der Typ, ne? Komm nur nach oben. Die von hier oben geschossen? Ich brauche doch mal. Kann ich die jetzt gleich umballern? Die Cleaner hatten die Overalls abgelegt. Das war ihr Revier. Nicht nötig, sich zu verkleiden. Dafür haben sie jetzt Sturmmasken aufgesetzt. Vollidioten. Wiederholen. Eindringlich. Sonst habe ich... Sonst ging das immer. Schade. Einmal um. Immer das Gelbe bei mir. Immer die hellen Türen, die aufgehen. Oh nein. Weg hier! Gib mir den No! Immer noch nicht alle tot. Hat nur einer Vorsicht gesagt. Bam. Da toll. Hallo. Schönen guten Tag. Ich bin Max Payne, ich räume hier auf. Ich wische hier nur feucht durch. Ist das okay? Ja, gut. Oh, ein Glück. Echt gerade ein ganzes Magazin in die Typen reingestopft, ne? Oh, übel. Waren so viele. Wie immer kannten die Toten alle Antworten, die ich brauchte. War nicht so, dass sie nicht reden wollten. Ganz im Gegenteil. Die Toten hatten viel zu erzählen. Und sobald sie anfingen, würden sie nie wieder aufhören. Ihre Stimmen würden dich nachts vom Schlafen abhalten. Die Leichen,
Sämtliche Beweise der Morde, die die Cleaner begangen hatten. Alle Antworten. Es würde Tage dauern, das abzuarbeiten. Mona, ich weiß, das klingt verrückt, aber du musst die Bullen rufen. Sie müssen herkommen. Stimmt. Du bist verrückt. Ich bin gerade aus der Haft geflohen. Ich würde dich doch nicht fragen, wenn... Fahr zur Hölle, Max. Mona? Verdammt. Hier los. Zippe. Kapitel 3. In die Luft fliegen. Dieser Cleaner-Kram hat mich nachdenklich gemacht. Ich... Du bist nicht... Hey, da ist er! Wir haben ihn! Wir haben ihn! Nein, halt! Oh, Scheiße. Der Raum ist voller Sprengstoff! Feuer, Einstein! Oh, Scheiße! Weg hier! Weg hier! Ah! Mach doch sowas nicht! Max, was ist los? Und nur eine kleine Das Gebäude fliegt in die Luft. Das ist los!